Hallo zusammen! Nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino. Heute mit dem Film Super. Wie hieß der nochmal? Superman? Super Hypo Honda oder wie man das auch immer aussprechen mag. Französische Komödie. Ich habe köstlich gelacht. Das war genauso köstlich wie der McDonalds-Besuch vorher. Worum ging es hier in dem Film? Da war halt so ein Hypo Honda. Da muss ich an manche Stellen denken, da war ich jedoch fast manchmal ein bisschen ähnlich gewesen. Da war halt so ein Typ, der hätte, Phobie, der halt sehr reinlich war, will ich mal sagen. Der hatte Angst vor Hunden und der wollte auf gar keinen Fall von irgendwelchen Leuten geküsst werden. Da war so ziemlich am Anfang Silvesternacht. Und er hat guckt laufend auf die Uhr, hatte keine Frau, war Ende 30, 39, genauso wie ich, ich bin 35, habe auch noch keine abbekommen. Und er hat auch keine abbekommen und dann war Silvester und er wollte kurz vor Silvester rausgehen, weil er wusste, wenn alle zu, wenn 12 Uhr sind, dann kommen alle Leute zu ihm und wollen ein Küsschen geben. Und da hatte er absolute Panik vor. Und so waren dann ganz oft das Szenen in dem Film, wo man sich wirklich totlachen konnte, wo er sich vor irgendwelchen Sachen geekelt hat, wo eigentlich nichts Schlimmes dabei ist und dann den Leuten noch so einen kleinen Vortrag gegeben hat, wie kann man nur, in einer Szene, da saß er beim Doktor und sagte, eigentlich wollte er sich nicht in ein Wartezimmer setzen, weil das ganze Wartezimmer ist ja voll mit Bakterien. Man muss sich zu guter Letzt dann doch in ein Wartezimmer setzen. Und dann macht er auch wieder da eine von seinen schlauen Vorstellungen. Da ist irgendeiner eine Zeitung am Lesen. Und dann sagt er ihm, er soll doch bitte die Zeitung weglesen, die wäre voll mit Bakterien. Die meisten Leute, die beim Doktor sind, die sind ja da, weil sie irgendwas haben. Und dann lesen die in den Wartezimmer die Zeitung immer und blättern dann rum. Dann hat natürlich jeder erstmal die Zeitung aus der Hand gelegt. Und hier haben sie dann auch so ein bisschen Desinfektionsspray, bla bla bla. Ein cooler Film, muss ich sagen, gab viel zu lachen, was halt nur so ein bisschen dramatisch war. Der Kerl war halt, hier oben hat er einen leichten Sockenschuss gehabt, weil er keine Frau abbekommen hatte. Der hatte halt arge Probleme damit, sich dann einer Person anzuvertrauen, das ging ja noch. Aber dann der körperliche Kontakt, das stellte für ihn ein sehr großes Problem dar. Und dann hat sich natürlich dann mit dem schönen Happy End, hatten natürlich dann eine Frau kennengelernt um 1000 Ecken. Und sein Hausarzt, sein Doktor, der wusste ja, dass er nicht mehr ganz dicht im Kopf ist. Der hat alles Mögliche versucht, seine Familie wäre bald zu Bruch gegangen. War schon ein bisschen dramatisch, aber wie die Franzosen dazu gut können, hat er natürlich ein Happy End. Als ich aus dem Kino rausging, musste ich an den Film denken und dann kam Polly. Das war Adam Sandler oder Ben Stiller, ich glaube Adam Sandler war. Der war ja auch so ähnlich veranlagt. Und wollten nicht irgendwas Fremdes anpacken, wenn er auf dem Klo gesessen hat. Die Leute sitzen auf dem Klo und raffen dann in die Schale mit den Erdnüssen rein und was da für Bakterien drin sind, wird in dem Film erzählt. Wie bewerte ich hier den Film? Ich bewerte den Film genau mit einer 2. Der hat mir sehr gut gefallen. Da kam gerade, wie ihr gerade im Hintergrund noch sehen könnt, zu spät. Und also mit einer 2 bewerte ich den Film. Hat mir gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Man wird 90 Minuten lang sehr gut unterhalten, gibt immer was zu lachen zwischendurch, auch mal richtig was zu lachen und cooler Film. Also in diesem Sinne, bis dahin, tschö mit euch.